every Sunday day. Morning rain is falling. Out on your corner in the pouring rain. Steal some covers, yeah, some skin. For the girl with the broken Sunday spine. Sunday morning rain is falling. Ask her if she wants to stay a while and she will. Einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen frühlingshafte Snack-Ideen. Wenn ihr einfach mal so zwischendurch Hunger habt, dann könnt ihr euch diese Snack-Ideen machen und die einfach draußen genießen, vielleicht bei einem Picknick oder einfach nur so auf der Couch, wie ihr gerne möchtet. Einige davon sind auch gesund und andere sind eher weniger gesund, aber eins haben sie auf jeden Fall alle gemeinsam. Sie sind alle super, super lecker. Und dieses Video ist auch eine Kooperation mit der lieben Diana vom Kanal Die Fashion. Sie zeigt euch auf ihrem Kanal gesunde Frühstücksideen. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ihren Kanal und ihr Video werde ich am Ende nochmal verlinken und natürlich wie immer auch in der Infobox. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit diesem leckeren Video und wir sehen uns dann am Ende nochmal. Als erstes machen wir eine gesündere Alternative zu einem Kuchen und zwar eine richtig cool aussehende Fruchtpizza. Die Mengenangaben, die ich euch hier zeige, sind in Cups, also Tassen, weil es ein amerikanisches Rezept ist. Ihr braucht auf jeden Fall ein Ei, eine Dreivierteltasse Öl, eine halbe Tasse Apfelmus, eine halbe Tasse braunen Zucker, anderthalb Tassen Vollkornmehl, Dreivierteltasse Haferflocken, ich habe hier Vollkornhaferflocken benutzt, dann braucht ihr noch circa einen Teelöffel Backpulver und ein wenig Vanilleextrakt. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr natürlich auch nochmal in der Infobox. Der Teig sollte auf jeden Fall eine recht feste und klebrige Konsistenz haben. Den Teig verteile ich dann auf einem Backblech mit Backpapier in einer kreisrunden Form, weil es ja aussehen soll wie eine Pizza. Ja, und das Ganze kommt dann bei 200 Grad in den Ofen für circa 10 bis 15 Minuten. Ihr müsst einfach mal schauen, wie braun euer Teig wird. Und ja, ich habe den dann einfach so circa nach 12 Minuten rausgeholt. Anschließend habe ich griechischen Joghurt genommen und da einfach eine Schicht mit einem Löffel drauf verteilt und danach könnt ihr eigentlich auch schon eure Pizza nach Belieben belegen. Ich habe hier Kiwischeiben, Erdbeeren und Bananen genommen und wenn euch das Ganze süß genug ist, könnt ihr auch noch etwas Honig darüber geben und schon ist diese coole Fruchtpizza fertig, die auf jeden Fall auch etwas gesünder ist als ein normaler Kuchen und auf jeden Fall richtig gut schmeckt. Weiter geht's mit einer ausnahmsweise nicht süßen Snack-Idee und zwar diesen tollen Zucchini-Parmesan-Sticks, die echt gut schmecken. Ihr braucht dafür einfach nur eine Zucchini und die schneidet ihr dann in längliche Stücke, würde ich einfach mal sagen. Ihr seht ja ungefähr, wie groß ich die gemacht habe, aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und dann braucht ihr zwei Teller. Auf den einen Teller verteilt ihr einfach zwei Eier und mischt die schön zusammen. Dazu nehmt ihr dann noch etwas Salz und Pfeffer, um das Ganze zu würzen. Dann benötigt ihr noch einen zweiten Teller und auf den zweiten Teller kommen Semmelbrösel und auch natürlich der Parmesan. Das Ganze vermischt ihr auch nochmal und dann könnt ihr auch schon anfangen, eure Zucchini-Sticks da drin zu wenden. Ich habe es so gemacht, dass ich die Zucchini-Streifen zweimal im Ei und zweimal in der Parmesan-Mischung gewendet habe. Dadurch blieb einfach mehr von dem Parmesan an der Zucchini dran hängen. Und dann kommen sie auch schon in den Ofen. Und hier habe ich auch wieder 200 Grad gewählt. Und ihr müsst wieder schauen, wie lange es ungefähr braucht, bis die etwas goldbraun werden. Bei mir waren es circa 15 Minuten. Und dann können die auch schon raus. Und ich kann euch sagen, mit einem leckeren Joghurt-Dip oder so ist das ein ganz, ganz, ganz toller, leckerer Snack, der vielleicht auch eine gesündere Alternative zu Pommes sein könnte. Die nächste leckere Snack-Idee ist zum Beispiel perfekt für einen Filmabend und ganz einfach nachzumachen. Ihr nehmt einfach etwas Öl und gebt es in einen Topf, so viel, dass circa der Boden bedeckt ist. Und dann kommen auch schon die Maiskörner dazu. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass die Maiskörner sich nicht überlappen, also nicht stapeln. Ja, dann tut ihr den Deckel drauf und lasst dann bei mittlerer Hitze die Maiskörner aufploppen. Und das ist wirklich sehr witzig anzusehen. Und schaut mal, wie viel bei mir da rauskam. Der ganze Topf war voll. Jetzt könnt ihr einfach Schokolade eurer Wahl schmelzen und das über das Popcorn geben und dann natürlich gut durchrühren. Danach habe ich das Popcorn in den Kühlschrank gestellt und etwas aushärten lassen und dann habt ihr einen richtig, richtig leckeren Snack. Jetzt kommen wir zu einer meiner Meinung nach richtig süßen Idee und zwar Brezelschmetterlinge. Hier nehmt ihr euch immer jeweils zwei Brezeln zur Hand und legt die mit der runden Seite gegeneinander. Dann brecht ihr aus einer anderen Brezel einfach solche Fühler aus und legt die dann oben dran, so wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Anschließend habe ich weiße Kuvertüre genommen und jeweils die Lücken damit aufgefüllt. Das wird dann einfach der Flügel der Schmetterlinge. Und danach habe ich dann solche Zuckerperlen genommen und alles, was ich sonst so da hatte.
und damit die Flügel dekoriert, damit die Schmetterlinge ja natürlich auch schön bunt aussehen und frühlingshaft. Jetzt habe ich dunklere Schokolade genommen und damit dann die beiden Flügel verbunden. Gleichzeitig sieht das dann aus wie der Körper des Schmetterlings und es hält natürlich alles zusammen. Damit auch alles gut hart wird, habe ich das kurz ins Gefrierfach gelegt und danach habt ihr echt diese coolen Schmetterlinge, die auch richtig, richtig lecker schmecken. Ja, das waren jetzt meine Snack-Ideen für den Frühling. Schreibt mir doch mal jetzt in die Kommentare, welchen Snack ihr in diesem Moment am liebsten essen würdet. Generell könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne mal Vorschläge in die Kommentare posten, was für ein Essensideen-Video ich als nächstes machen soll. Zum Beispiel gesunde Mittagessen-Ideen oder Abendbrot. Ja, und wenn ihr gesunde Frühstücksideen sehen möchtet, dann schaut bei Dianas Video vorbei. Verlinke ich hier neben mir und in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Sie ist eine tolle YouTuberin. Ich denke mal, die meisten von euch kennen sie mittlerweile. Ansonsten verlinke ich jetzt neben mir noch meine letzten beiden Videos. Das wäre einmal Milos Morgenroutine. Ja, hört sich witzig an. Ist es auch. Ihr habt das Video gefeiert. An einem Tag hatte ich 12.000 Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Also wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Außerdem verlinke ich noch mein Spring Summer Denim Lookbook. Das ist auch sehr schön geworden. Das lohnt sich auch da mal reinzuschauen. Und wir sehen uns dann am Sonntag mit einem neuen Video wieder. Tschüss!